Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play League of Legends Solo Ranked. Ich bin in einem TS, also nicht wundern, wenn Leute dazwischen quatschen. Ich sag auch nichts, also ich spiele jetzt einfach nur das Game, reg mich vielleicht zwischendurch mal auf und Hauptsache ich genieße das Spiel, ja? Darauf kommt's ja an. Ich wünsche euch viel Spaß. Was ist jetzt hier mit die Sauferei? Welche Sauferei? Ich hab keine Ahnung. Tja. Kommst du vorbei? Schönes Bierchen trinken. Oh Mensch. Soll ich mich schon sehen? Ja. Ich werde mal kurz. Ich hol dich ab mit Roller. Nee, alleine zu Hause trinke ich irgendwie kein Bier. Ja. Doch, was mit Freak? Heute geht's. Sieht generell aus wie so ein richtiger Schmoggo. Hat einmal die längste Hairline der Welt. Gesundheit. Wir sind Brunnen. Toll. Wollen wir, ja, weiß ich nicht, was machen wir, Brogi? Keine Ahnung, ey. Das war schön. Hast du denn schon... Ping ist immer noch hoch, aber es geht schon. Über. Oh, 125 Ping, stabil. Bauch oder was, oder ich? Du hast Lärgerin 60er, Alter. Ja, der ist auch nur gerade ein bisschen höher, weil ich streamen hab und YouTube nebenbei offen. Der Inge, Alter, Inge, weil Inge zu Hause kannst du nicht YouTube aufmachen. Sobald du YouTube aufmachst, ist der Ping bei 1000. Ungefähr. Ne, aber dann so um die 100 oder so. Weil standardmäßig ist halt bei 50 circa. Look, I have 50 ping on my mobile data. But I'm dizzying at some point, sometimes. Feels bad, man. Let's play Town of Salem on Facebook, dude. It's so fun. No. Yeah, on Facebook, what the fuck? Yeah, like you don't need fucking good internet to play Town of Salem. And it's so fun, it's like Werewolf, you know? Yeah, I know the game, but... I have it on Steam. Yeah, no, actually I don't have it. Is it free on Steam? No, it's... No, it's not. Fuck. Ach ja. Wenn ich schon wieder mein Gegnerteam sehe, ey, könnte ich schon wieder kotzen. Kotzen, kotzen. Ah. Weil sie haben da sogar angesagt, dass sie ihn raiden. Hä? What the fuck? Die Lux hat halt so ein Ohrgeschit geschrieben, dass er halt im Raiden. Und... dann wundert sich so die Botlane, weil die so ganz klein Stückchen Richtung Red Buff gelaufen sind, warum da plötzlich vier Leute in ihre Fresse reinlaufen, so. Flame and go AFK, dude. Nee. Try to win the game. I'm not you. I am. Toll. Das Toxic AM says. No, we didn't. Lil. Sorry. But dude, sometimes... You have to flame. No, it's there. Ist so hart, ey. Who's Uzi? Hannes. Hannes. Oh, okay. Cool.
Ja, weiß ich nicht, wollen wir Firma Flex machen oder wie haben wir Bock? Ne, also ich kann nicht. Ich zock grad ein Game. Ich will endlich aus Bronze raus, wie gesagt. Warte, Mann. Da ist eine Quinn hinter mir. Ja, was ist denn? Kannst du mir die Aufnahme schicken, wie du Let It Go von Frozen singst? Lull. Nein. Alter, was hat mich denn jetzt gerade getötet? Du hast sie aufgenommen, Idiot. Da ist er auf jeden. Okay, gut, dann wäre er weg. Fick dich, fick dich. An ihn. Lull. Durch die Kante gemoved. Genau. Alex, ey, du Ficker, ey. Ich hör's mir mal an. Alex, we need to do the domino thingy. Halt, komm, ich kann ja nicht mal die Melodie von dem Text, shit. Ey. Ich wollte nur mal singen und so direkt wieder gegen mich verwendet, ey. Nein, das gar nicht. Das ist natürlich schön. Kannst du garantiert nicht widerstehen, es hochzuladen, ey, du Wichser. Kenn ich doch, du Wichser. Nein, ich kann mal sagen, du Wichser. Wichser. Hört euch auf, hier zu beleidigen, ja? Sonst lasse ich Alexa auf euch los. Weil du gerade Wichser oder was? Ja. Ja. Ist Alexa nicht dieses Ding von Amazon? Genau. Alexa? Ja. Sag hallo. Hi. Scheiß Amazon im TS. Sag dir, das ist glaube ich Mädchen am Dönermann, die hier uns ausbeinen wollen, Alter. Sag dir, das Mädchen am Dönermann sind überall. Dürfen wir uns nicht zu nahe kommen. Mädchen am Dönermann. Mädchen am Dönermann angestopft. Gefällt mir. Ich mach da so eine Band auf, die so heißt. Ein Dönermann gibt's schon. Ja, die sind so unser Erzfeind. Das kommt aber alles noch raus. Das ist der nächste. Dann nenne ich sie halt Mademann-Döner. Mademann-Döner. Auf jeden. Mademann-Döner, ey. Mademann-Döner. Mademann-Döner ist alles komplett. Oder Döner-Mademann. Mädchen-Made-Name-Mann. Mädchen-Name-Mademann. Ja, ja, Mädchen-Made. Mann, Mademann, du hast Glück. Ich finde die Aufnahme nicht mehr. Ja, das ist krass. Oder würde das ich versagen, glaube ich, ey. Geht nicht wie. Play gemacht, Junge. Wow. Play. Hey, Junge. Das Spreewaldrockfestival spielt in Extremo und da spielen auch Inge und Heinz, Alter, übelst. Hell. Dann heißt eigentlich übelst die maligen Maden, Alter. Bogo ist irgendwie. Bogo ist so ein tolles Wort, oder? Ja, Mann. Schönes Wort, ey. Mann ey, was hat denn alles auf der Hand, der Hurensohn? Sag mal, was ist denn das für ein Kack-Druid, ey? Oh, ich hasse diese Ram-Druid, Alter, ich hasse sie. Hasse sie auch. Hass. Ja, natürlich zieh ich nichts Vernünftiges, ey. Ach, geht doch alle sterben, ey. Mehrform als der Rise. Okay, ich mache irgendwas richtig. Oh, alles behindert hier. Wie ging das Lied?
Alter. Toll. LOL. Okay, sehr witzig. User entered your channel. Ich bin da. Hallo und tschüss. Channel switched. Say what? Natürlich kommt die wieder. Ah, fucking Quinn, Alter. Ja, komm. LOL. Sag mal ehrlich, Alter. LOL. Was? Oh mein Gott, Alter. Hey, Mark. Was los? Guckst du mir zu? Ah, hier, Hearthstone-Scheiß. Na so. Scheiße, die wieder abgeht, Alter. Jetzt schon wieder. Ja, der übelste krasse Board hat ihn auf jeden Fall gefinisht und er spielt Massenballung, Alter. Und zeigt uns alle meine Minions, Mann. Der einzige Spell, den ich retten konnte, wirklich. Der einzige Spell. Ganz ein scheiß Spiel, ey.
Alter. Weil deine Bands sind. Kein Jin gebannt. Kein Varus gebannt. Doch, Varus ist gebannt sogar, lol. Oh, krass, ey, Cho'Gath kriegt... Cho'Gath kriegt auf dem PvE einen Ulti-Rework gerade. Okay. Das ist irgendwie... Holy shit! Eklig. Oh fuck, ich bin viel zu lieb, Alter. Weil er jetzt, also er... Sonst war es immer so, dass Cho'Gath Ulti bis 6 Stacks ging, ne? Ja. Er kann jetzt mehr als 6 Stacks machen, und zwar unendlich viele. Was? Hinzu kommt, also er kann 5 Stacks, maximal 5 Stacks nur durch Minions und Non-Epic Monsters machen und danach kann er über die 6 Stacks hinaus durch Champion Kills oder Epic Monsters, die er feastet, kriegt er wieder Stacks dazu. Die Health, die er dafür bekommt, wurde zwar ein bisschen niedriger gemacht, ist trotzdem aber noch ganz schön krass. Er verliert keine Stacks mehr nach dem Tod und Alter, und er hat eine 10% Bonus HP Ratio auf den Damage. Alter, was, Alter? Nicht sicher, ey. Ja, mit Riot los, ey. Das ist krass los, Mann. Ich meine, würden sie wenigstens immer noch beibehalten, dass er die Stacks verliert, wäre ja, ja voll okay. Ja, lol. Also ich meine, es ist immer noch PBE, es kann sich immer noch ändern, aber es ist trotzdem ganz schön krass irgendwie, keine Ahnung. Er muss schon wieder Ash spielen. ESF. Weil LeBlanc ist gebannt, ne, wieder. Also in der V2 haben die gerade LeBlanc gebannt. Warum, Alter? Loa, voll. Oh, der Quinn ist so ein scheiß Champion, ey. Vor allem halt Jungler. Kommt einfach irgendwo her. Plötzlich ist die auf deiner Lane. Selbst wenn du gewordet hast, kannst du einfach nicht reagieren. Egarim? Nee, Quinn. Oh, ja, genau, das stimmt. Der Unterschied ist dasselbe. Fuck, Scheiße, Alter. Was macht denn dieser Ryze da? Ich hab keine Ahnung, warum er denkt, dass er mich gegen mich fighten kann. So, was haben wir bei Jin? Arma gegen Ashe und Nami. Jackson auf Echo, lol. Lol. Hey, Karma und Nami. Okay. Oh nö, jetzt ist die schon wieder hier. Oh, ich bin so tot. Weil sehe ich lieber Nami als Zyra oder Maisa. Oh. Nami ist wenigstens cool. Weil sie aber gebannt. Naja, und Zyra auch. Im neuesten Patch, oder? Ja. Fuck. Boah, das regt mich richtig auf, ey. immer wenn ich den Ryze Top getötet hab, kommt die Quinn und tötet mich. Die steht jetzt schon 5-4. Also 4 steht sie deswegen, weil sie dumm ist und immer noch reinrennt irgendwo und stirbt, aber so die 5 Kills hat sie einfach von mir. Null Fly High. Mir ist das aufgefallen, GG. Aber Rennick ist mir gar nicht aufgefallen, nice. Ich glaube, jetzt kommt auch hier Full Lethality Rennick. Sag ich dir, Alter, das ist voll das krasse Bild auf ihm halt, ne? Ja. Hat Fick Lethality, ey. Hey, wir bringen jetzt Lethality ins Spiel, um Snowballen und Armor Patch schwächer zu machen. Hey, guck hier, ein Patch, wo wir alles das über den Haufen werfen. Good job, Riot. Good job. Das ist schon merkwürdig gewesen, ist schon noch nicht sicher so. Ja, ich weiß nicht so ganz, was ich dabei gedacht habe. Das
Game. Was macht Björks da? Oh, Ja, wobei es ja, glaube ich. Hätte er wohl die Quinn ist doch schon wieder hier. Geh mir doch nicht auf den Sack, scheiß Quinn, Alter. So aggressiv, Alter, gegen die. TSM Marin. Oh nice, die haben es endlich hinbekommen. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Alter. Das Gute war, so, ne? das Gute ist ja, die SK hatte das schon ewig. Ja, und jetzt haben es endlich auch die anderen gemacht. Alter, ey, meine Fresse, die Technology is finally here, boys. Ja, man, richtig am Ausrasten. Fire Head. Okay. Denk mal, das haben wir gewonnen. Ups. Toll. Ja, dann mach ich mir jetzt meinen Fisch mal, Mann. Weiß ich nicht, Hunger einfach. Rauch halt immer so ewig, ne? Ich merke, wie ich... Oh, jetzt habe ich einfach Pause gedrückt, bin ich dumm. Merkst du, wie du müde bist? Hey, ich habe gemerkt, wie ich langsam Hunger bekomme. Und dann ist es vielleicht besser, wenn ich jetzt den Fisch mal reinhaue und nachher, wenn ich richtig Hunger habe, der Fisch dann fertig ist, Alter. Ja, das wäre halt sinnvoll, ne? Alter, ey, auf jeden Fall. Bis gleich. Bei dir, ja. Oh, holy shit, Alter. Das ist ja dumm. Da sieht man schon wieder so die Dummheit in den Leuten. So, der Jin denkt sich so, ja, ich kann mir ja den Gnar holen, während mein komplettes Team neben mir daneben steht. Und ich gerade im Evolve bin. Zum Mega Gnar. Das bleibt schon, Alter. What the fuck? Ja, und wie man merkt, ich war dumm in dem Moment. Ich bin hier geblieben. Bin da reingelaufen. Ich hätte theoretisch zurückgehen können. Hab's nicht gemacht. War dumm von mir. Ich hätte nicht sterben müssen, also. Ich gehe jetzt auf Leben und Rüstung. Weil ich habe ja MR. Ich habe zwar nur 98, aber zum Schluss kommt noch ein Schutzengel und so, und das reicht eigentlich. Oh, ich sehe eine Quinn, die jetzt sterben wird. Hi. Das. Das ist nämlich. Entweder war der Jin gerade FK oder so, ich habe keine Ahnung. Ist doch klar, dass er, wenn er da vorne steht, stirbt. Instant. Ist aber jetzt auch gerade egal. Ich meine, selbst wenn er DC hatte in dem Moment, kann man dagegen gar nichts tun. Also. Aber ich habe auch noch Tower Damage. Lass mich doch mal. Alter, wie lange habe ich denn diese Tower Aggro? Oh.
Boah, das Morellons, Alter. Na, für wieder. Ich bin hier rumgestorben. Naja. Ich hätte ein Wort hinstellen müssen. Ah, jetzt hätte ich backdoorn können. Naja. Ich hätte jetzt nämlich all meine Items verkauft. Und mir Attack Damage, Angriffstempo geholt und einfach wäre einfach gebackdoort so. Weil es jetzt in diesem Moment egal ist, was ich mir hole. Ich hab mir eigentlich mal, wie sieht's eigentlich aus hier? Haben wir halt dreimal AP im Team. Ja. Das heißt, ich hole mir jetzt noch einen. Keine Ahnung. Einfach hier so was. Ich hole mir am besten einfach das hier. Das hat schon für MR. So 70. Reicht schon. Keine Ahnung, ich denke es mir einfach mal so. So, wir brauchen den. Soll einen Blitzcrank nehmen. Oder ich. Ich brauche die Dings. Ja, ich war immer noch in dem Tower Range. Ich habe die ganze Zeit die Tower gefressen. Toll, der Blitzcrank hat nicht GA. Ich meine, dadurch, dass wir jetzt hier unten gekämpft haben, oder Baron. Oh, Baron. Oh. Oh shit. Ah fuck, ich kann nicht.
Was ist los hier mit meinem Bildschirm? Ich spack mir so ganz komisch rum. Schaffen wir nicht. Oh, ich bin tot. Ich hab da mal Wort zu stehen. Deswegen Angriffstempo. Haben wir das denn hier? Kann man sich denn da so holen? Ja, das hier, das ist doch einfach klar. Obwohl, er reicht nicht mehr. Ah, fuck. Ah, okay. Hoppa. Ich esse ja außerdem nebenbei noch Chips. Er hat nicht den Top inne bekommen und auch nicht den Bot inne. Toll. Ach Mist, ich wollte gerade die Pien. Gut. So, das war noch ein schönes Game, mal wieder gewonnen. War auch bitter nötig, ja, weil ich langsam toxisch wurde. Ja, also, wie gesagt, ja, ich hab mich gerade ablenken lassen. Ich habe gerade eine wichtige Nachricht bekommen. Auf meinem Smartphone. Oder wie meine Lehrer sagen, Wuschgerät. Ja. Also, ich habe ein B bekommen. Ja, ist kein Wunder. Also, ich stehe 7-9. War eher der Tank. Oh, ich brauche noch. Ah, die Punkte gehen wieder hoch. Ich habe letztens nur 23 bekommen, als ich gewonnen habe. War das gar? Habe ich das aufgenommen? Ja, ich nehme alles auf. Ja, das geht eigentlich mit dem Schaden. So, mehr als das. Ja, mehr als die Lux. Die Lux, Alter. Holy shit. Also, es war ein schönes Game. Hat man mal gezeigt, so, wie man so richtig gegen den Riot spielt. Oder beziehungsweise, warum der Riot so schlecht gespielt hat. Ich habe halt direkt aggressiv gegen den Riot gespielt. Damit ich ihn besser schlagen kann. Man kann natürlich auch defensiver spielen gegen ihn. Einfach, indem man sich gleich eine Kutte holt. Oder Schleiter, Todesfehl oder irgendwas. Gegen ihn, damit man halt nicht der Banshees. Ist er gegen sein Schild da. Das heißt, man kann nicht gestunt werden, sozusagen. Das ist halt gut. Zum Beispiel, wenn ich das Banshees kriege und ich ihn towerdiven will. Das ist halt gut, weil er wahrscheinlich zuerst den Cage auf mich drauf macht. Kann ich halt nicht gecaged werden, das heißt, ich kann nicht gestunt werden. Wo es genauso, wenn er seinen Cage rausgemacht hat, vielleicht euch nicht getroffen hat, sondern aus Versehen neben euch ein Minion angeklickt hat, dann könnte es passieren, oder dann solltet ihr eher engagen auf ihn, als wegzulaufen. Das
ganz klar. Ja. So, erstmal so nach zur Erklärung. Also, ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Kommt es raus, ich glaube, am Montag war. Müsste so am Montag sein, wo am 20. Ja, ihr seht ja meine Zeit, wo ich das gerade aufnehme. 22.25 Uhr. Ist ja schon spät, war. Ja, ist 19 Uhr. Der 19. heute. Und ihr... Das ist der 27. wo dieses Video heute rauskommt, ja. Ich habe für diese Woche, also ab 20. bis 26. habe ich komplett aufgenommen. Das heißt, kann eure Fragen erst wieder ganz spät beantworten. Ich hoffe, ihr habt Fragen. Naja, bis dahin, also bis zur nächsten Folge, dann am 28. Gucken, ob ich die gleich auch noch aufnehme. Denkt man ja nicht, oder vielleicht auch. Naja, werden wir ja sehen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Genießt meine Let's Plays, genießt meinen Ragen in den anderen Folgen und tschüss.